Hallo zu einer neuen Folge von Gerds Tagebuch. Mit einem Lächeln. Warum, erfahrt ihr gleich. Und am Ende von dieser Folge habe ich eine Herzensangelegenheit an euch, von mir. Wir machen Formel 1 seit 8 Jahren. Und ich habe erfahren, oder so die Rückmeldungen waren, es macht Sinn, wenn man 8 Jahre an etwas dran ist, das für die Neu-Dazugekommenen, wir mal kurz erklären, was machen wir eigentlich und warum hat es 8 Jahre gedauert. Schaut es euch mal an. Moin Moin zu Gerrits Tagebuch. Es hat ein paar Monate länger gedauert diesmal. Ich habe mir gedacht, es ist mal an der Zeit, über ein Thema zu reden, was wir seit einem Jahr im stillen Kämmerchen betreiben und euch immer so ein bisschen vorenthalten haben. Und zwar, mein persönlicher großer Traum ist eine Formel-1-Strecke. Diese kleinen Autos, wo kein Akku, kein Motor oder also nichts reinpasst, in einem realistischen Formel-1-Rennen fahren zu lassen. Das gibt ja die Autotechnik, also sprich alles, was mit der Technik zu tun hat, die Autos zu bewegen, das ist Software und Hardware. Und es gibt die Strecke. Und die Strecke wird eine 21 Meter lange Elektroplatine sozusagen, mit diesen ganzen Leiterbahnen drauf. Und jetzt kommt der Running Gag oder die Never-Ending Story. Und ich hoffe auch, dass in der nächsten Folge, das habe ich letztes Mal auch gesagt, ich euch das schwarze Gold präsentieren kann, nämlich die erste Straßenplatine, die wir hier einbauen. Und 2 Stück sind da. Und sie sind eingebaut. Und während ich hier gerade geredet habe, ist was sehr Seltenes passiert, was mich gerade selbst fasziniert. Der Grüne hat überholt. Denn ich bin dabei, die ersten Überholmanöver zu beginnen. Der Blaue hat sogar auch überholt. Hätte ich jetzt gerne gesehen. Passiert sehr selten. Denn Monaco kann nicht überholt werden. Eine Firma hat nachhaltig an uns geglaubt und ließ sich immer wieder motivieren. Das ist B&B Leiterplatten. Und bei euch möchte ich mich ganz fett bedanken, dass ihr nicht aufgegeben habt. Und ihr seht mein Grinsen. Warum? Letztes Mal hatten wir 3 Platinen, heute haben wir alle. Heute ist der Tag, wo wir alle Platinen eingebaut haben. Es sind zwar noch 3 Defekte dabei, die werden noch vom Hersteller noch mal überarbeitet, aber wir träumen davon, dass wir heute wirklich die allererste Formel-1-Runde hier in Monaco fahren. Also ich habe einmal Stopp und wieder. Am Anfang, wo bist du? Ja, da fahre ich dich schön los. Anfang kann ich noch nicht so perfekt. Yes, jetzt ist es aber, jetzt ist es aber, jetzt ist es aber. Ja, großer Feiertag für uns, aber nach der Party ist vor der Party. Das heißt, jetzt kommt der Fleiß für die zweite ganze Runde. Für viele Runden hintereinander, für mit vielen Autos viele Runden hintereinander fahren und dann irgendwann auf der Zielgeraden ankommen und ein ganzes Rennen im Vollbetrieb automatisch fahren. Der Weg ist noch steinig, wir haben hier noch ganz viele Fehlerchen und die suchen wir weiter. Wir haben in den letzten Tagen schon einige gefunden und sind dabei. Schaut uns mal über die Schultern. Ich rieche oben, ich gehe auch schnell wieder raus, aber ich habe da oben definitiv Strom gerochen. Ja, hier oben ist es irgendwo. Jetzt rieche ich auch. Jo, ja. Jetzt riechst du auch. Hier ist es warm, aber nicht heiß. Seht ihr was, weil ich rieche deutlich was? Ja, siehst du meinen Finger? Ja. Hier weiter, hier weiter, hier weiter, hier riecht's raus, hier. Wärmebildkamera haben wir? Ja, ne? Uwe, hast du kurz Zeit mit der Wärmebildkamera? Hast du die Wärmebildkamera? Ja, Chaos, ich weiß. Hast du eine Wärmebildkamera? Ja, kannst du mit der vorbeikommen? Super, möglichst schnell Formel 1 Monaco. Danke. Wir haben die 69, müssen wir ran. Kamera startet noch, geht sofort los. Wir haben Stromanlage angeschaltet. Ja. Ungefähr eine Minute
Danach habe ich eine Testfahrt gestartet und es roch hier eindeutig nach Strom. Also ich habe es oben gerochen, habe sofort Notausbuzzer. Hier in dem Bereich hier? Ja, genau. Wir sind alle unter die Anlage, haben hier unten gar nichts gerochen, aber oben aus der Straße hat man es gerochen. Wir sind etwas... Auf der Platine ist nichts. Und hier jetzt könnte es ja halt schon wieder kalt sein. Wir müssen das gleich mal jetzt kontrolliert anschalten. So, das ist jetzt helle Aufregung, weil es ist das erste Mal heute Morgen, dass wir die Anlage unter Strom gesetzt haben. Das ist ärgerlich, weil wir haben angeschaltet und sofort so einen Testablauf gestartet. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es das Einschalten der Anlage war oder der Testablauf. Das heißt, jetzt ist die Sorge vor dem Wiedereinschalten etwas größer. Wir haben jetzt eine Wärmebildkamera hier, ganz viele Nasen, die jetzt alle riechen werden. Und ich hoffe, dass wir es sofort finden und dass es nicht die Straßenplatine ist. An! Das ist okay. 30 Grad. 30 Grad. 30 Grad. 30 Grad. 30 Grad. Stefan? Ja? Du, ich glaube, also wir haben die größte Wahrscheinlichkeit hier. Und dann würde ich jetzt sagen, es ist alles kalt bei euch, ne? Ja. Dann mache ich jetzt den gleichen Testablauf einfach nochmal. Achtung, geht los. Hier ist es warm. Hier ist es sehr warm. Hier ist der heiß und der spackt. Ja, aber da wird auch die ganze Zeit Strom aufgeschüttet. Und genau jetzt wurde es warm. Hier oben, mach aus! Aus! 100 Grad. Über 100 Grad hier an der Stelle. Oh ja, ich rieche hier ganz deutlich. Boah! Welche Platine? Kommt hier raus. Aber es ist nicht die Platine. Ist das eine Antriebsplatine? Die Platine. Nee, das ist die Fahrbahnplatine. Aber die Fahrbahn ist oben an der Stelle nicht heiß. Ich fand, es roch aber eher nach kaputten Bausteinen, also IC oder sowas, und nicht nach kaputten Kabel. Also genau, das bei dem Kabel, die Kabel sind halt so dünn, das würde man sofort sehen, wenn da irgendwas schmilzt. Ja. Aber hattet ihr nicht auch das Gefühl, dass es nicht nach Plastik, also nach Kabel roch, sondern ich finde es größer? Irgendwie so Kondensator oder so, hätte ich jetzt gesagt. Ja, schon metallischer. Ich denke auch eher ein Bauteil. Aber dann kann es doch eigentlich, wir haben doch hier keine aktiven Bauteile an der Stelle. Nö. Außer Widerstände, nee. Und da hätte man gesehen, wenn der Widerstand da irgendwas an dem heiß geworden wäre, dann hätte er sich von alleine abgelötet. Da ist einfach irre krasse Massefläche dran. Das heißt, der Widerstand würde deswegen, glaube ich, nicht sich von selbst ablöten, weil das einfach nie so heiß wäre, weil sich Wärme gut verteilt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Geruch, der ja zerstörend ist, da geht ja was kaputt gerade, ne? Ja. Dass der aus der Straßenplatine kommt? Eher unwahrscheinlich. Nee. Dann müssten wir das nach oben geführt haben. Wir müssten es oben fühlen und wir müssen oben eine Verfärbung sehen vom... Das heißt, ein Stecker, eine Buchse und ein Kabel würden wir ja riskieren, oder? Ja, wir sind immer noch ein bisschen ratlos, weil Wärmebildkamera und Nase sagt eindeutig, da ist was kaputt. Wir wissen aber nicht, was da so stinken soll an der Stelle, wo momentan vermeintlich die Wärmebildkamera angeschlagen hat. Deswegen, no risk, no fun. Wir machen jetzt nochmal Strom an, gucken genau auf die Stelle mit der Wärmebildkamera, hoffen, dass wir sehen, dass es der Stecker zum Beispiel ist, dass der heiß wird. Dann würden wir abkühlen lassen, den Stecker abziehen und den Nachbarstecker auf die Straße draufstecken. Und wenn es dann nicht heiß wird, jetzt muss ich kurz überlegen, dann heißt das, dass die Straße heil ist. Ja. Ja, genau, so machen wir es. Exakt. Es ist wie so oft im Leben, es kommt ein Fehler, die Anlage brennt halb ab, man denkt Weltuntergang und am Ende ist man irgendwie zufriedener als vorher. Liegt daran, wenn man nach langer Suche den Fehler gefunden hat, ist man irgendwie erfreut, dass man irgendwas erreicht hat. Nico hat uns ein neues, ist das irgendwie aus Iron Man eine neue Handschuhverstärkung oder so? Nico hat uns das gebaut. Es hat jetzt Griffmulden. Vorher sah es so aus, jetzt sieht es so aus. Schaut euch mal das Bild an und man sieht auf dem Bild, dass die Kontakte dieses Verbindungsteil berühren. Das sah man nicht, als der Stecker drauf war. Das heißt, die Stecker wurden extern auf die Platine gelötet. Dann wird die Platine reingesetzt. Man hat also nicht gesehen, was mit den Kontakten passiert ist. Simple Ursache, tolle Lösung. Ja, hoffen wir mal, dass es funktioniert. Hoffen wir, dass es funktioniert. Kannst du abschätzen, an wie vielen Stellen uns das Problem noch einholen könnte?
Wir haben geguckt und es ist nur noch eine Stelle. Und die fasst ihr an? Ja, die haben wir gelöst. Dann gibt es noch eine, wo es vielleicht passiert. Aber es wird schon gut gehen. Klar. Nico ist der Master der Verbinder. Nicht nur das. Wir haben zusammen die Strecke entworfen und diese Biegetests gemacht. Da könnt ihr euch mal eine alte Folge angucken. Ein Genuss, ne? Vor wie vielen Jahren haben wir hier gestanden und überlegt, ob wir Platinen biegen können? Ich weiß es nicht. Fünf? Krass. Und jetzt stehen wir hier und haben eine Runde gefahren. Und wir haben bewiesen, dass es geht. Ja. So, alles klar. Ist doch, die Menschheit ist doch in der Lage, das alles zu lösen. Was du mir vornimmst, schaffst du es einfach. Ich hoffe es. Sauber, vielen Dank. Wir haben ja schon diverse Fehlerbilder gekriegt. Jetzt hatten wir hier eins, was ich noch nicht kannte. Und zwar, dass nicht jeder, also ich klicke auf den Rechner und sage ein vor. Dann müssen die Phasen eigentlich immer so angesteuert werden, dass das Auto ein vorspringt. Ich kannte es so, dass du einmal springt er, zweimal nicht, dann war der Stecker kaputt. Ja, also da waren zwei am Stecker kaputt und hier ist einer am Stecker kaputt. Ja, das Bild kannte ich noch nicht. Aber wenn der Stecker, da sind ja ganz viele Lötstellen drauf, wenn da eine Lötstelle kalt ist, dann haben wir dafür welche Möglichkeit? Nachlöten. Stefan. Genau. Weil Stefan hat sich als einziger getraut, unter der Anlage zwischen den ganzen Kabeln durch, da sagen wir alle nein, lieber ausbauen, einen zu löten. Nachlöten. Kannst du dem auch einen löten? Ist ja gesprungen kurz. Ich würde mal sagen, ich gebe mal ein bisschen Gas, ne? So, ich halte ihn mal an. Genau, habe ich irgendwo in dem Bereich häufiger gehabt, dass der immer stehen geblieben ist. Axel und ich haben immer gedacht, das ist die schnellste Stelle. Das ist, da haben wir so 290 bis 300 Stundenkilometer drauf. Und genau da sitzt der Punkt, wo ich die Geschwindigkeit ändere und auf die Bremse gehe. Und genau da passiert es mal, dass er stehen bleibt. Und jetzt, was ich noch nie gemacht habe, zufällig, will ich genau da losfahren. Zurück, zurück, ja. Zurück, ja. Zurück. Und jetzt wird's spannend. Rechts, rechts, ja. Rechts, auch. Links, links, links. Ich, und genau das haben wir jetzt, also die Platine hatten wir komplett durchgetestet. Genau so. Ja. Und sie ist in Ordnung. Aber jetzt fahren wir nochmal los. Nichts? Ja, warte. Auf der Software ist er losgefahren. Ach so. Da ist... Ja, manchmal dauert es ein bisschen. Ah, ich freue mich gerade so, weil wenn wir diese Platine ja komplett durchtesten mit rechts, 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 gehen wir davon aus, ist alles in Ordnung, ne? Da ist nicht alles in Ordnung. Du warst ja gerade unter der Anlage, aber dieser Sektor beim rechts, rechts, links, links, geradeaus, geradeaus Test verhält die sich einwandfrei. Aber... Ich kann da nicht losfahren. Und das macht mir gerade Hoffnung, weil wenn die Platine jeden Phasensprung einwandfrei kann, die Steuerplatine, die Verkabelung, die Straßenplatine und so weiter und so fort, ich aber nicht losfahren kann, das Ding bleibt da einfach stehen, das ist ein Zufallstreffer von Nina gerade, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein Softwarefehler ist. Und genau an der Stelle ist aus dem Nichts das Fahrzeug mehrfach stehen geblieben. Und ich habe da immer gedacht, wenn das Fahrzeug aus dem Nichts stehen bleibt und wir keine Erklärung dafür haben, dann muss es an der Physik liegen. Und wenn es an der Physik liegt, müssen wir das Projekt vielleicht irgendwann einstampfen. Deswegen bin ich gerade ganz glücklich über deinen Zufallsfund. Das wird mir schlaflose Nächte, aber wahrscheinlich positiver als die anderen beschwören. Und jetzt testen wir was. Pass mal auf. Okay, dann bin ich gespannt. Links, 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 links. Das ist ein Lötproblem. Da hatten wir aber das Problem vorher nicht. Ja, das ist korrekt. Aber wir hatten auch das Problem irgendwie erst später entdeckt. Und da sind wir schon längst drüber getestet. Alter, ich bin... Also, ich mache mir ja nur Sorge. Die sind noch nicht nachgelötet. Das kann vorkommen. Okay, auch der ist defekt. Die werden so oder so noch alle rausgenommen und kontrolliert. Ja, aber ich habe das Gefühl, weswegen ich so unruhig bin gerade, dass wir entweder uns ganz viel Mühe machen, mit hier alles auf defekt setzen, was wir neu festgestellt haben, oder dass wir irgendein Murphy auferlegen gerade und hier ist gar nichts. Hier ist irgendwie der Wurm woanders. Muss ein Software-Bug sein, der jetzt. Und jetzt wird's spannend. Und. Boah, sehr schnell.
Aber ja, nicht geruckelt. Nee, ja, es hat nicht geruckelt. Diesmal alles geklappt. So, ja, das Problem ist halt, es können hier so viele Faktoren sein. Stecken. Ist ja so witzig, dass er da fehlerfrei so durchfährt, ne? Und jetzt kommt die zweite Runde und fehlerfrei. Fehlerfrei, ja. Es ist ja für uns immerhin schon, das ist der Riesenfortschritt, völlig normal, dass wir jetzt die zweite oder dritte Runde fahren. Wir haben auch schon den Rekord mittlerweile geschafft. Mit der Dixie-Toilette sind wir 56 Runden gefahren, ohne Fehler. Also es geht voran, aber ich schätze mal, 20 Sektoren von 1400 haben auch irgendein Problem. Und das versuchen wir halt zu lösen. Es sind auch Softwareprobleme noch, weil das Ganze ja jetzt erst sozusagen nach vielen, vielen Jahren Arbeiten zusammenkommt und man jetzt ein bisschen länger mal im Kreis fährt. Und dann kommen natürlich auch mal Situationen, die man vorher so nicht auf der Rechnung hatte. Es ist noch ein verdammt langer Weg, vor allen Dingen, bis wir mit mehreren Fahrzeugen können, weil wir haben schon gemerkt, wir können mit mehreren Fahrzeugen fahren. Das geht also physikalisch, das ist erstmal das Allerwichtigste. Aber da müssen Gerhard und Axel noch eine Menge Softwarefehler suchen. Das sind, da liegt die Tücke oft im Detail. Jetzt ist er da wieder einwandfrei rübergefahren. Ne? Und wir lieben diese Fehler, die mal da sind. Und mal nicht, so wie jetzt. Eben gerade ist er da umgekippt. Also, es gibt wahnsinnig viel zu tun, aber es gibt ernste Fortschritte. Und jetzt kommt meine Herzensangelegenheit und dafür gehe ich mal zu Axel. Na? Hallo. Wisst ihr, was das ist? Nee. Schon mal gesehen? Böller. Ja. Habe ich gerade im Mülleimer gefunden. Ich habe immer mal gedacht, ich guck mal drauf, ob es tatsächlich passiert. Und ich habe es jetzt schon häufiger gesehen. Es ist ein Vape, so eine E-Shisha. Eine Einweg-E-Shisha. Ich glaube 700, 600, je nachdem, was das ist, Züge. Kostet, glaube ich, 8 Euro oder sowas danach. Gibst du das natürlich in das Recycling, damit der Elektroschrott gehandelt wird. Aber wie immer, ich habe es hier im Müll gefunden. Und ich dachte mir, mir hat neulich jemand erzählt, dass da nicht mal nur eine Batterie drin ist, was ja schon schlimm genug wäre, sondern dass da sogar ein Akku drin ist. Um es mal auszusehen. Mach mal kaputt. Ich halte mir die Nase zu und du machst es kaputt. Oh. Naja. Hm. Aber du kannst das, ich halte es fest. Wir machen es so. Ich halte es fest. Okay. Ich mach das jetzt kaputt. Ja. Ja, nee, ich meine nur, ne? Es gibt keinen Weg zurück. Wollen wir mal drehen? Naja. Guck mal, das Motiv hin. Ja. Hier ist das Ekelzeug. Das ist. Das stinkt. Das riecht nach Krebs, ne? Da müsst ihr mal dran riechen. Dass so viel Aroma auf einen Schlag geht, unfassbar. Warum hat er den weggeworfen? Die sind auch gar nicht alle, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Na gut. So, jetzt bin ich ja gespannt. Mhm. Das ist. Das ist nur ein Stecker. Aha. Guck mal an. Ja, Krebs. Das riecht nach Krebs. Oh, den Geruch werde ich nie wieder loswerden. Ich fasse es nicht. Da ist ein 850 mA Lithium-Polymer-Akku drin. Weißt du, da schreien die Leute rum, dass angeblich Elektroautos ja so schlimm für die Umwelt sein angeblich. Aber laut die Leute machen so einen Scheiß. Wie viel brauchst du davon, um ein Elektroauto zu fahren? Na ja, gut, einige, aber wahrscheinlich würde ich 3 Tage durch Hamburg laufen, dann kann ich ein großes Elektroauto nehmen. Und das schmeißen die Leute weg. Darf ich mir ein Auto aussuchen? Ja. Aha. Am liebsten würde ich bei dem Thema ja den nehmen, aber nein. Den fand ich genial und der hat ja so unfassbar viele Lampen. Da wäre das noch eine größere Herausforderung, denn ich will mal wissen, wie lange wir damit fahren können und ob wir den auch wieder aufladen können mit unserer Technik. Einfach alten Akku raus, neuen Akku rein, weil wir 850 bis 1000 mAh Akkus zufälligerweise einsetzen. Sehr gerne Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer. Also
unfassbar, dass sowas weggeworfen wird, weil das ist schlimmster Elektroschrott für Einwegzigaretten. Also egal, bevor ich jetzt was sage, lass uns das mal testen und dann schauen wir weiter. Ja, alles klar. So, und ich beruhige mich mal wieder. Bis später. Bis später. Okay, sag an. Ja, pass auf. Ich habe den jetzt begleitet den Tag über und die erste Ladung ist auch schon durch. Jetzt müsste das Fahrzeug wieder geladen werden. Und du siehst es, 1315 gefahrene Meter. Was hat er sonst? Normalerweise liegen wir bei 1100 bis maximal 1500. Mir geht die Schnur hoch. Das heißt, die Welt macht viel Mist, das wissen wir, aber wir sind jetzt angekommen als Gesellschaft, dass ich hier jeden Tag in der Stadt diese Dinger rumliegen sehe. Es ging verdammt schnell, dass ich von einigen Leuten weiß, ja, auf Partys werden die geraucht und einfach in den Müll geschmissen, dass die Menschheit, und weil sie zu faul ist, so ein Ding wieder aufzuladen oder wie auch immer, sich E-Zigaretten kauft, die 700, 600 Mal gezogen werden und danach werden die weggeworfen, wo ein Akku drin ist, den wir normalerweise für gutes Geld kaufen, mit dem wir ein unser Auto mindestens ein Jahr lang absolut zuverlässig fahren können, wo ganz viel Elektroschrott, seltene Erden und so weiter drin ist. Deswegen, sowieso an die Kinder, die zusehen, fangt gar nicht erst mit dem Rauchen an. Ich kann davon ein Lied singen, man kommt da unheimlich schwer wieder von los. Und wenn ihr raucht und umsteigt auf Vapes oder so, dann nehmt die wiederaufladbaren, bitte. Und erzählt es jedem weiter, vielleicht ist es den Leuten gar nicht so bewusst. Und ich kann mich dann wieder beruhigen. Und kann mich wieder weiter daran freuen, dass wir heute ja mehrere Erfolge zu verkünden hatten. Ich hoffe, dass wir genau so weitermachen können. Und was ist das nächste Ziel? Vielleicht 10 Autos fahren 5 Runden fehlerfrei mit Überholmanövern. Da arbeiten wir jetzt dran. Ich freue mich drauf, freue mich auf euch. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss. Na, ich habe Anlage eingeschaltet und etwa... Wir müssen nochmal machen, weil hier war Lärm. Stopp. Über 30 Sekunden. Okay, und bitte. Polizeireporter werdet ihr nicht. Entschuldigung, das Haus, Jokos, das kostet aber brennen lassen. Nein, noch kein Wasser. Ich bin noch nicht so weit.